ist eine Boomtown zwischen vorgestern und übermorgen. Der Name Kuala Lumpur bedeutet etwa so viel wie dreckiger Zusammenfluss. Rote Lampignons und gelbrote Schirme überspannen die Jalan Pentaling im Herzen von Chinatown. In den vor allem abends stark frequentierten Straßen des Viertels finden sich unzählige Stände mit fast echten Markenartikeln zum Schnäppchenpreis. Auch sonst hat das Chinesenviertel seinen ureigenen Charme. Garküchen, vor allem entlang der Jalan Alor, verbreiten ungeniert ein Meer an herrlichen Düften. Ein anderes Bild zeigt sich in den klimatisierten Malls entlang der Bukit Bintang mit ihren Shopping-Tempeln der Superlative. In den modernen Einkaufszentren sind alle namhaften Labels der Welt vertreten und lassen KL zu einem wahren Einkaufsparadies avancieren. Markantestes Bauwerk sind die von Star-Architekt Cesar Antonio Pelli entworfenen Petronas Twin Towers, die bei ihrer Fertigstellung im Jahre 1998 mit 452 Metern als die höchsten Gebäude der Welt galten. Vom 42. und 86. Stock lässt sich ein herrlicher Blick auf KL genießen. Etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt der 1928 errichtete Nationalpalast der Istana Negara, die Residenz des Königs, wo Prunk und Zeremoniell lebendig sind. Mehr dazu unter www.mortimer-reisemagazin.de.